zurück zu Metro 2033 Redux und keine Ahnung, was Redux bedeutet. Oh, jetzt muss ich das Ding hier in die Luft jagen. Ein Gang da links und dafür hole ich mir jetzt erstmal diese Bombe. Ich habe schon ein bisschen versucht, weil ich habe es nicht gefunden. Ich wusste eigentlich auch nicht, also ich habe es aufgenommen, habe es halt nichts gefunden. Deswegen mache ich das denn jetzt nochmal. So, hier ist die Bombe, die total komisch aussieht. Wieso benutze ich diese Muni? Warte, wie kann ich die Muni ändern? Wie kann ich die Muni ändern? Steuerung, Tastatur, Waffen. Schießen, schießen, alte Liebesfeuer, nachladen, Sekundärwaffe, Nahkampf, nutzen, reagieren, Waffen, Nein, okay, das wollte ich nicht. Oh nein. Oh fuck. Nein, auch nicht. Ich hab doch noch. Vielleicht erhalten. Ja. Dann bin ich schlau. So, und ich habe schon wieder vergessen, den Timer zu stellen, weil ich einfach so genial bin. Und wir sind jetzt bei 1 Minute 34, das heißt. Ja, jetzt soll. Nein, das wollte ich nicht. So. Noch. Ich muss rechnen lernen. Wir sind noch 13 Minuten ungefähr. Bitch. Bitch, please. Rage mal bitte nicht so rum, okay? Bring dich schon noch rum, aber muss mir nicht auf die Nerven gehen, damit ich dich hier umbringe. So, und jetzt sollte ich lieber rennen, auch wenn mein Kopfhörerkabel gerade im Stuhl verhangen ist und das ist scheiße. Ja, wieder auf dieses scheiß Viech ballern. Puh, danke. Und jetzt? Was soll ich jetzt machen? Die Luftschelluse. Ich hab die ja bloß noch nicht, ich hab ja gerade bloß die nicht in die Luft gejagt, also. Also echt mal, ich hab die doch in die Luft gejagt, warum? Ja. Die Luftschelluse. Warte, meine hat, was hat meine? Okay, die ist besser. Noch Schalldämpfer drauf. Also nicht nur, weil sie Schalldämpfer hat, ist sie besser, aber, also klar, sie ist ja besser dadurch, aber. Aber das ist nicht der einzige Grund. Weshalb sie besser ist, nur einer der Gründe. Falsche Seite, du Opfer. Gibt's ja nur eine Bombe oder so?
Okay, die Knarre ist geiler als meine Shotgun. Was zum Fick war das? Ah, okay, das hier. Wenigstens das hier schon mal kaputt, das ist gut. Soll also die Luftschalluse schießen. Also die Luftschleuse, wo die Viecher rauskommen, ist ja da drüben. Das heißt, theoretisch gesehen müsste ich hier sicher sein, wo ich jetzt gerade bin. Also sicher ist übertrieben, sagen wir. Oh fuck, sagen wir, ich bin nicht mehr in aktiver Gefahr. So einfach täuscht man sich. Warte, warte, gab's ja nicht Boni? Ja. Gotta get, get, boom, 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 gotta get. Also, Wurfmesser haben die und so Granaten und Heilpacks und selbstgemachte Muni. Oh fuck, meine Fresse. Oh, könnt ihr mich einfach in Ruhe lassen? Ist das nicht ein Schalldämpfer? Der funktioniert nicht gut. Wenn es nicht so, wie er sollte. Oh. So einfach und schon ist es kaputt. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ein großer Sieg an einer kleinen Station. Ich werde nicht mehr mit dir gehen. Was? Ich werde hier gebraucht. Arschloch. Die Tunnels sind eingestürzt. Wenn du zur Police willst, musst du eine Umleitung nehmen. Danke. Von hier aus kommst du zur Waffenkammer. Und danach musst du durch Stationen der Roten und der Faschisten. Gehen wir. Warte, du Arsch. Erst hole ich mir noch etwas Muni. Oh, das sagt doch der Typ hier, nicht die Typen von da drüben. Ich dachte, die Typen von da drüben sagen das. Oh, heiß. Au. Zu heiß. Na, vorhin kann ich also nicht lang jetzt schon. What the fuck? Was sollen wir jetzt hier, wenn ich fragen darf? Ein Schrein der Hoffnung. Selbst in diesen Zeiten können wir nicht die Dinge aufgeben, die uns menschlich machen.
Ich bin assi. Das ist Ölverschwendung, Mann. Hat man euch nicht beigebracht, eure Ressourcen zu schonen? Wo rein? Da rein? Okay. Quintra, alles hängt von dir ab. Von dir allein. Bis zu unserem nächsten Treffen, Artyom. Kann ich jetzt noch meine Waffe verbessern? Ich will meine Waffe verbessern. Gebt mir was her, damit ich meine Waffe verbessern kann. Wenn es in dieser Welt noch einen Gott gibt, war er an diesem Tag bei mir. Ich wurde von Kahns Freund gerettet, André dem Schmied. Und er wurde mein Ticket raus aus der Station der Kommunisten. Er hat gerade was ganz anderes gesagt, als da, als da drüben stand. Ich hoffe, ihr habt das da drüben mitgelesen und ihm gleichzeitig zugehört. Ich werde es euch nicht vorlesen, was da steht. What the fuck ist das für eine Lampe? Mann, ich hasse, wenn ich alleine laufen muss. Das fand ich bisher immer so geil. Vorsichtig, Junge. Unsere freie Station steht unter dem wachsamen Blick der Roten. Verfolgungswahn heißt das neue Spiel hier. Also bleib unter dem Radar. Verstanden? Naja, ich gebe mein Bestes. Achtung, Achtung! In der Waffenkammer wird derzeit eine Ausweiskontrolle durchgeführt. Bitte bleiben Sie bei Ihren registrierten Wohnstätten und unterstützen Sie die Gesetzesvertreter bei Ihrer Arbeit. Seien Sie aufmerksam, Genossen. Der Feind schläft nie. Geil. Das bringt's mir echt, ja. Danke für diese Map. Begeben Sie sich zur Waffenkammer und finden Sie den Schmied namens André. Okay, yo, André. Zur Wand. Dies ist eine Inspektion. Aber nicht doch. Ich bin doch nicht vom anderen Ufer. Lass den Quatsch. Bereit machen zur Inspektion. Geht zur Seite, Junge. Dafür bin ich immer bereit. Herr Doktor, könnten Sie auch meine Prostata untersuchen? Mein Pipi leuchtet so seltsam. Muss wohl die Strahlung sein. Hau einfach ab. Du Freak. Ach, Hölle. Dann treten Sie doch dahin, wo es Ihnen am besten gefällt. Ganz schön schlapp. Kriegen Sie nicht genug zu essen? Nicht herumstehen. Der ist ein echter Komiker. Davon sieht man nicht viele. Psst. Ruhe. Und wer bist du? Der Freund dieses Komikers? Hände ausstrecken. Du bist verhaftet. Schon gut, schon gut. Ich komme auch so mit. Halt! Oh, hey, schieß auf! Ich bring ihn um! Komm mir nach! Los, los! Thank you.
Waffenkammerstation wurden die meisten Waffen der Metro gebaut. Darüber lag früher eine Waffenfabrik. Und nach dem Atomschlag siedelten die Arbeiter sich hier an. Ich suchte nach André, dem Waffenschmied. Aber er fand mich zuerst. Das hat er genau das gleiche auch vorhin gesagt. Führt aber über ein gottverdammtes Schlachtfeld. Die Front zwischen den Faschisten und den Rotten. Du brauchst eine Verkleidung. Nimm diese Overalls und ziehe sie über deine Sache. Die Roten suchen Freiwillige, um die Befestigungen der Faschisten zu stürmen. Sie wollen gerade einen Zug voll mit neuen Rekruten direkt ins Gefecht schicken. Aber du wirst unangekündigt mitfahren. Nicht gerade erster Klasse, aber du musst auch nicht mit deinem Blut bezahlen. Sobald der Zug an der Streckensperre vorbei ist, bist du auf dich selbst gestellt. So, danke, das war's dann mit dieser Folge. Und geiles Ende, würde ich mal sagen. Tschüss.